So, jetzt werden wir uns da nochmal herbeibeschwören, oder? Ahuga, ahuga, ahuga. Landfiber Pants. Ich mache auf jeden Fall mal jetzt eine Hose. Danke, Zombies. Ja. Zombies. Ich will auf jeden Fall nicht hier ohne Hose rumrennen. Okay. Charakter. Okay. Boah, dieses Hosen. Grillen, ey, das ist so mehr. Nervig, gell? So, wir haben eine Hose. Wie sieht's aus mit dir, Beam? Wie bitte? Eine Hose. Eine Hose? Eine Hose. Genau. Yeah. Und zwar, du schlägst sie auf Gras ein, ohne Ende. Du sammelst das Gras ein mit E. Ich helfe dir mal ein bisschen. Ah, das geht jetzt richtig schnell mit der Axt. Ja. Dann machst du ja eine Plant Fiber Pants. Schreibt mir bitte in den Chat, Leute, ob ich den Spielton leiser machen muss. Ich glaube nämlich schon. Ja, also der Spielsound ist relativ laut. Quatsch. Beam, warum keine Werbung in der Pause? Kein Plan. Weiß ich nicht. Ging vielleicht nicht. Manchmal, also selbst wenn man Werbung schaltet bei Twitch, Twitch sucht das ja selber aus. Und nicht jeder sieht immer Werbung. Auch wenn der Adblocker aus ist. Ich glaube, das brauchen wir heute nicht hier, das werfen wir mal weg. Das auch. Kommt bei den Zombies, es gibt eine Safe Zone, Zeit- und gebietsabhängig. Ah, okay. Ich glaube, also das eingestellt sind sie aber jetzt. Brauche ich mal Pants. Na, hier Blindfiber-Pants. Genau. Aber das ist ja richtig cool gemacht, das ist cool. Also es ist schön komfortabel da jetzt hier. Genau, ja, du musst nicht mehr wissen, wie es aus, wie eine Hose geht oder so ein Kram. Ich muss aber die Snots ja automatisch belegen, ne? Ich kann nicht ohne eine Taste. Genau, wenn du es einmal belegt hast, dann kannst du durch Klicken auf das Rezept, wird es dann grün und dann kannst du es immer wieder craften. Also wenn du schon was mal gecraftet hattest, also die Pickaxe geht ja so schnell kaputt jetzt, das ist ja unnormal. Wahnsinn, ne? Du hast die Vogelnester weggeklickt, glaube ich. Wo ist meine Hose jetzt hin? Klaus, ah ne, okay. Wir haben ja nur Dings. Sonst habe ich keinen Stoff, ne? Irgendwie noch Baumwolle? Das typische Arschfrist-Hose-Syndrom. Das langt nicht. Jetzt fallen lassen? Genau, Beam hat seit einem Jahr nicht gespielt. Der hat wirklich sehr, sehr lange jetzt nicht gespielt. Und der Plan ist halt, wir wollen halt gemeinsam morgen in einen Let's Play starten. Also für euch wird eventuell die Folge noch nicht morgen kommen, aber dann vielleicht auf einem darauffolgenden Tag. Das sehen wir aber morgen, je nachdem, wie wir da durchkommen. Und dabei werde ich ihm auch so ein paar Grundlagen nochmal zeigen, beibringen und sagen, auch was Neues vielleicht drin ist und so weiter. Wobei ich jetzt bei der Alpha 11 ja selber da noch einiges nicht weiß. Im Singleplayer sind die Zombies gleich beim Start da, ja, okay. Aber gut, dann laufen wir nicht aus, als würden wir, hätten wir unsere Hose alle von der Stange geholt. So. Wir haben auf jeden Fall hier in Nevis Gain beim. Wobei, er hat ein bisschen Schlag in der Hose, oder? Nee, er hat Schuhe an, oder? Klar, logisch. Kann doch nicht barfuß laufen. Und du hast vor allem auch eine Haube an. Ja. Du hast gut. Laufen die Straße? Guck mal eben, wie kann man sich eine Mütze machen? Cap? Nee. Gut, das ist Leder. Schuss. Ah. Ich meine, den Brustpanzer bauen. Ja, gehen wir mal die Straße weiter runter, oder? Da finden wir noch was. Es könnte aber sein, dass jetzt Zombies kommen. Zombies werden da toll. Zombies sollten mal kommen, ja. Ich weiß auch nicht, ich habe sie eigentlich jetzt eingeschaltet. Mein Name ist Panja. Kann es sein, dass wir vielleicht, weil wir nicht neu gestartet haben? Ich verstehe es ehrlich gesagt auch gerade nicht. Ich habe es jetzt aber definitiv eingeschaltet gehabt. Beam, was meinst du, lohnt es sich, das zu holen oder nicht so? Also Seven Days to Die gebe ich eine grundsätzliche Kaufempfehlung. Ja, ich auch. Also weil das ist einer der wenigen Early Access-Titel, die wirklich konsequent weiterentwickelt werden. Und ich habe mit dem Spiel schon sehr viel Spaß gehabt. Auch wenn ich ein Jahr nicht mehr gespielt habe, ich hab da schon mindestens, weiß ich nicht, 100 Stunden, 50 Stunden Minimum investiert in das Spiel. Und dann in dem Moment kann man es weiterempfehlen, wenn man so lange damit Spaß hatte. Kannst auch mal in eigener Sache, wenn du bei mir mal auf dem Kanal vorbeiguckst, wir waren in der 6. Staffel jetzt und ich habe weit über 300 Folgen Seven Days to Die gemacht. Das macht auf jeden Fall Spaß. Das stimmt. Fein so. Ich werde mich da auch noch ein bisschen reinsetzen. Zombies. Da kommen die ersten. Ein Leben, ein Tod. Aber die lassen wir einfach jetzt Zombies sein. Einfach auf den Schädel. Und da gibt es noch eine kleine Ankündigung. Oh fuck. Und immer zurückspringen, wenn sie dich stunnen sollten.
Ah, da ist ja noch einer. Ja. Oh, fuck. Oh, zurück, springen. Oh, man kann nicht mehr zurückspringen, das haben sie rausgemacht. Ich werde sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Haltet eure Bandagen. Oh, noch mehr Zombies. Boah, ist das Spiel schwer geworden. Du kannst nicht mehr zurückhüpfen. Ich brauche die Bandage hier unten drin. Nein, ich habe keine Bandage. Fuck, meine Axt ist kaputt. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Jawoll. Level 3. Oh, die hat's ja richtig Ja, mit dem Pfeil im Kopf geht es schneller, ne? Okay, meine Energie ist nicht gut. Ich brauche unbedingt eine Bandage. Warte mal, ich muss mir mal eine Bandage machen. Da. Tülülü. Ist das Spiel auf einem Server mit vielen anderen oder spielt ihr nur auf einem Server? Wir spielen im Moment für uns. Das Fahnenkreuz ist aber nur, wenn du nicht rechte Maustaste drückst zum Zoomen. Ja. Genau, ich habe das gerade lokal gehostet. Normalerweise sollte. Ach, was mache ich denn? Minias, konzentrier dich mal. Ich vermisse leider immer noch die Nester. Weil die Pfeile gehen mir aus. Ja, macht euch vor allem mal extra Vorrat, weil man hat es ja im Kampf gemerkt. Wir müssen vor allen Dingen, wir müssen eine Hütte finden, das bringt uns nichts. Ja. Wir müssen vor allem aus dem Grillengebiet raus, bevor wir hier mit dem Tinnitus... Knockout ist verringert worden. Ja, also ich sag mal, ich konnte eben, früher war es so, wenn du einen Stun gekriegt hast, konntest du zurückhüpfen. Bücher, was bringen die ganzen Bücher? Oh, hier ist da ist schon wieder ein Zombie. Zombie. Oh, ein Digger. Ja. Ich weiß halt nicht, ob ich den Kopf treffe. Ich probiere das mal ohne Kimmelkorn. Mach mal ohne, da siehst du es besser. Ja. Und, hey, Brunswick. Freut mich, dass dir City Skylines gefällt. So. Mir gefällt's auch. Ah, der hat Tabletten dabei. Ja, nimm mit. Ist und gut. Tierfett, 14 Mal. Das ist gut, da kann man Kerzen machen. Hatte ich schon einen Airdrop? Nein, bis jetzt nicht. Ne, genau. Na gut. Da gibt's hier Friendly Fire. Ich weiß nicht, ich hoffe. Ja, hier gibt Friendly Fire, ich glaube ja. Einmal hatte ich das mit einem Kollegen gespielt und da habe ich das mit der Schule. Wenn du dich, das kann man einstellen, wenn man Level 3. Ah, der war nicht alleine. Kann man jetzt skillen? Weil wenn du Level 3 bist, kann man da bestimmt noch investieren, ja. Oder? Nee, man sieht das Level, aber dadurch kriegt man wie besseren Loot, hat einer von denen geschrieben. Was für ein Fall zieht der auf, wenn ich keiner mehr hab? Wir sollten mal gucken, ob wir in der Richtung Süden laufen hier, okay. In die Straße. Lass mal den Fettwanz mal gehen. Ich habe vor allem keine Pfeile mehr. Das wäre mal was. So Händler, genau. Hatten schon, da hast du recht. Ein paar Händler, NPCs mit reinpacken. Wo will er denn hinterher, Minus? Welche Richtung wollen wir gehen? Links, rechts oder Schleudersitz? Süden, hier. Süden, genau. Okay. Man sollte mal überlegen, ob man Mutten klapp macht. Geh zurück. Immer schön auf Abstand. Und nicht hauen lassen, ne? Die wollen immer nur auf deinen Popo hauen. Die Reichweite ist auch reduziert worden. Ja, die haben es allgemein schwerer gemacht. Ach. Absolut. Womit ich mich gerade nicht anfreunden kann, ist, dass es so lange dauert, einen Baum zu fällen. Ja. Das kannst du ja einstellen auch ein bisschen, ne? Serverseitig einstellen kann. Ja, du kannst die Haltbarkeit von den Gegenständen einstellen. Das Problem ist, wenn du die Haltbarkeit der Gegenstände reduzierst du auch die Haltbarkeit deiner eigenen Basis. Wenn man im Level steigt, werden auch die Sachen besser, die man craftet. Steht hier. Okay, cool. Geh mal auf den Berg, mal gucken, ob ich irgendwas sehe. Ja, Bear Grylls sagt ja immer den höchsten Punkt suchen. Richtig. Problem ist, ich habe halt die Weitsicht nicht sonderlich hochgestellt bei den Grafikeinstellungen. Das ist bei Bear Grylls wahrscheinlich höher. Deswegen. Bear Grylls hat ja Maximum. Der hat da Maximum eingestellt. Bei was mir auch auffällt, sind wesentlich weniger Vogelnester. Gibt's Fahrzeuge? Nein, Fahrzeuge gibt's noch nicht. Ja gut, Grafik habe ich auch eigentlich alles Vollgas hier soweit. Das geht auch, nur ich glaube, wenn du einen Server hostest plus noch Streams, dann wird's mit der CPU-Auslastung ein bisschen schwierig. Das könnte sein, ja.
Da habe ich jetzt nicht geguckt, wie hoch die ist. Ah, das ist eine gute Idee. Einfach immer nach wie vor probieren, die Ernte unter den Bäumen wegzuschaufeln. Das müsste eigentlich noch gehen, oder? Okay. Das sollte auf jeden Fall besser sein, aber selbst auf dem Boden zerschlägst du die Stone Axe ziemlich schnell. Also. Nee, das kann man doch mit einer Schaufel. Ja, aber dazu müsste sie erstmal eine Schaufel craften können. Ja. Dazu brauchst du Eisenbarren. Tägliche Events wäre nichts, glaube ich. Es gibt auch Steinschaufel. Was? Es gibt auch Steinschaufel? Dann ist sie aber neu. Ach, was will ich das mitnehmen? Dauerschaufel. Die ist neu. Ich habe leider nur einen Stein. Okay, also, das ist aber neu. Die gab es früher nicht. Die ist seit. Ja, ich hab. Moment. Moment. Hier ist eine Steinschaufel. Ja. Also die ist neu, die Steinschaufel. Es gibt eine Steinschaufel, ja, alles klar. Das ist aber gut. Weil die gab es halt früher nicht. Kannst du da mal reingucken. Bilde dich weiter, mein Lieber. Ich habe ein Combat Book, oh. Und das kann ich jetzt mal eben zeigen hier, ne? Was ich meine, was ihr meint mit Minecraft. Danke. So, ne? Kann man hier einfach irgendwo hinsetzen. So kann man sich halt dann auch was wie Minecraft einfach aufbauen. Ein Urban Combat Book, was bringt das bei? Urban Combat Guide. Schauen wir mal. Juh, hat Shotgun. Hunted. Wo? Links, rechts. Hast du einen Baum ausgebuddelt? Oh, da ist jemand, ja. Ich habe jetzt 6 Holz Lock. So, daraus können wir Flicklings machen. Danke. Ich habe mir vorher eine geschenkt hier. Hast du was dabei, Neger? Doch, da, oh, ist auch neu. Was ist denn das? Das Craften läuft parallel weiter, ne? Ob ein Casino-Token! Ja. Habe ich auch schon ein paar weggeschmissen jetzt. Für was auch immer das wird, ja. Ja, Landclaim-Block kann ich auf jeden Fall wegwerfen. Dann gehen wir mal die Straße weiter. Wir müssen uns mal beeilen. 13:45, wir müssen ja, oder mal langsam einen Baum will ich noch bitte haben. Okay. Ich probier jetzt auch mal mit der Schaufel hier. In der Safe Zone, ja. Gibt's dann hier eine Safe Zone? So einen sich eigentlich nicht, ne? Man kann welche festlegen, in der XML hab ich gelesen, also für Surfer und so weiter. Okay. Wo seid ihr eigentlich lang? Ich habe jetzt gerade einen Baum gefällt. Okay. Bin noch nirgendwo. Also ich schaufel da nicht so ein bisschen rum. Ich hab auch. Beam, du kommst die Straße weiter lang? Oder bist du schon? Gut, bin Level 2. Gut. Da kommt ein Zombie hinter euch. Ja. Ah, zwei. Einer. Hunderter. Na komm. So, Leute. Okay, wunderbar hätten wir. Jetzt muss ich euch noch eben mal finden. Wir sollten uns die gut aufteilen hier. Ah, das ist ja auch cool. Das wird uns auf der Karte auch angezeigt mit den Geräuschen. Warte mal, da waren ja gleich zwei Brüder. Würden wir gerne noch einen Bogen machen. Boah. Das ist ein bisschen schwierig, wenn. Man schlägt so oft vorbei. Oh, fuck. Boah, der schlägt mich zu Klump. Geh doch weg. Ja, ich probier's, ich bin gestunt. Weg da, weg da. Wir sollten uns jeder einen nehmen, nicht beide auf einen, das ist Quatsch. Ja doch, ist ja schneller platt, oder? Nee, das Problem ist, dass der links und rechts und irgendwann hast du uns geschlagen, dann schlagen wir uns gegenseitig, ja Quatsch. Nee, wenn wir Freundin sind, haben wir aber kein Friendly Fire an. Oh scheiße, jetzt weiß ich, wofür du den Knochen gebraucht hast, du die Pfeile. Ah, Stone Axe und Fire Axe sind keine Waffen mehr. Kommt auch gerade. Okay. Wo ist ein Beam eigentlich hin? Ich hab mir Bögen gemacht, ich habe leider keine Muni dafür. Aber der Knüppel, wie heißt dann der Knüppel nochmal hier? Ich vergesse doch so immer. Club. Der Club. Der Club war das, genau. Barbed Club haben wir nicht. Spike Club können wir nicht. Hallo, Reinforced. Man. Wooden Club können wir es machen. Also machen wir uns einen Wooden Club. Au. Oh, ich bin stunned. Du bist nicht gestunt, das ist der Bauch, die Zombies verwesen, das hier ist die Gore-Blocks, wo die dann hochlaufen übrigens, die am Boden liegen.
Die zermatschten Zombies? Ja. Das ist auch neu, das sind diese Gore-Blocks. Also, wenn du praktisch eine Mauer hast, Phantomwolf, schlaf gut, wenn du eine Mauer hast, dann können die sich da praktisch hochdecken. Weißt du, also wo mehr Leichen sind. Knüppel aus dem Sack. Mach ich jetzt auch mal, aber ich werde jetzt mal mit Inventar ein bisschen ausleeren. Sollte man die Mauer noch höher bauen, idealerweise. Genau, ja, ja. Destroyed okay. Stone lasse ich mal da. Dieses Gegrille. Ich muss mal ganz kurz. Ja, es ist gerade ein bisschen nervig hier. Ja. Ich guck ganz dringend Wasser. Ach, direkt da rein. Was brauchst du, einen Schluck Wasser? Jo. Wo bist du dann? Das ist ja geil. Wenn die Sachen umwandelst, werden sie direkt gestackt. Du musst nicht mehr aussortieren. Das ist natürlich super. Da oben bist du, oder was? Mhm. Ja. Also, ich könnte dir ein Glas Wasser mal anbieten. Das wäre lieb. Clear. Kaputt. Danke. So, jetzt mache ich mir auf jeden Fall. Warte mal, ich will mal einen Wooden Club machen. Macht euch auch einen Wooden Club, weil die Gesundheit. Die Stone Axe ist anscheinend nicht mehr, keine Waffe mehr, wurde geschrieben. Warum holt ihr euch nicht ein Eisen? Ich hab ein bisschen mehr Bums. Wooden Club. Klar. Ja, aber ich habe kein Eisen. Nee, auch nicht. Na gut, das liegt ja hier quasi auf der Straße rum. So, Wooden Club geht schon. Die Hüfte von Opi. So, immer schön Baumwolle sammeln. Das da vorne ist doch hoffentlich eine neue Zone, oder? Ohne Grillen. Wäre schön, ja. Weil bin ich ja noch durch. Gute Nacht, Hero Gamer. Apropos Grillen, kriegt dann langsam echt Hunger. Also. Du meinst, wir sollten uns was grillen? Ja gut, wir können ja ein Campfire machen. Macht man normalerweise. Oh, das ist ja... Oh, schön, Fortspuck. Lecker, das lass ich mir schmecken. Oh Leute, das tut so gut in den Ohren. Kommt deutscher Kontrolleur. Ja, wir kommen. Ja, in der Höhle war ein riesen Erzader, genau. Du hast aber gesehen, wie man aus der Höhle gut rauskommt. Indem man stirbt, dann bringt es dir auch nicht viel. Schweinerei! Bleib hier, läuft zu die Sau. Peter Kuras schreibt, der Lisa war bisher das, was mich am meisten erschreckt hat in dem Spiel. Okay. Was war das? Der Lisa hat ihn bislang am meisten erschreckt. Der Lisa? Lisa. Ja, hat zu. Stehen, die Sau. Wie der wegrennt, der Zwergelchen. Sitzt er im Wald reingerammt? Boah, aber hier müssen wir irgendwo dann das Haus bauen, hier ist voll schön. Erstmal müssen wir Stuff finden. Wir brauchen ein Buch, jo. Um eine Forge zu machen. Sonst haben wir ich kann eine Forge machen, habe ich doch gerade gesagt. Du musst mich echt mal ein bisschen lauter machen. Ja, ist doch super. Warte mal, ich habe ein Eisenrohr dabei. Ja, ich auch. Ja, dann haben wir doch alles, was wir brauchen. Ich habe hier ein Buch, wo ich lerne, wie man Werkzeug macht und einen Hammer. Ja, lernen. Pogenest. Die Hand. Ach, endlich. Komm her. Das Ding in die Hand und... Pogenest. Wo seid ihr denn hin? Ah, in die Richtung. Cool. Bei mir sind die Zombies. Kommt her, Mädels. Gehen wir die Straße ein bisschen weiter entlang oder bauen wir uns schon eine Hütte? Ja, ich würde sagen, erstmal vielleicht doch noch in die Stadt erstmal, oder? Ja, wir sollten weiter Richtung Süden hier die Straße runterlaufen. Genau. Und wenn wir ein bisschen Gebiet erkunden, vielleicht finden wir eine schöne Stelle noch für ein Haus auf dem Weg zur Stadt. Süden. Moment, wo sind wir lang? Das ist richtig, das ist richtig. Ich meine. Okay. Eine Pickaxe haben wir noch nicht, weil wir, glaube ich, noch keinen Eisen hatten, oder? Achso, ich dachte hier die großen Dinger, die Klötze bringen doch nochmal Eisen. Ja, aber die Bars brauchst du doch. Wir kriegen sie nicht kaputt, wa? Ich habe ein Eisenrohr, habe ich. Also ein Forge können wir machen, nur. Eine Pickaxe, da oben. Jetzt gehen wir erstmal hinterher. Das sieht ein bisschen aus wie Alice hier. Nur 60 Federn, aber keine Knochen, ja. Oh, hier sind sie. Ah, da war schon auf. Ich glaube, da sieht aus, als wäre da eine Insel drauf. Das ist halt auch eine coole Stelle für ein Haus. Ja, vor allem im Wasser sind anscheinend auch die Zombies lang. Oh, oh. Wo seid ihr dann? Auf den Weg runter und dann ein bisschen links. Was noch ein Zombie? Oh, hier ist wieder eine Klippe. Das ist nicht gut.
Gleich hier, knack. Boah, der ist aber tief. Also hier hätte man reinhüpfen können. Ist auf die Insel rauf? Ja, eine richtige Insel ist es ja nicht. Ja, aber da hinten drüben, oder? Ich habe die Weitsicht nicht so hoch, ich sehe das nicht. Ja. Die Pfeile kann man auch mit Sticks machen, sollte ich sagen, an Omega. Jo, ich habe noch keine Federn. Genau, die Federn. Was ist denn das jetzt? Wieso bin ich denn auf einmal hier nach unten gebackt? Ja, ich auch. Denn das? Ja. Ja, irgendwie. Ja, das war auch von in der Höhle. Das bei den Kanten. Ja, das hat irgendwie noch seine Sorge. Und war auch gerade nicht ein bisschen hoch hier jetzt. Ja, jetzt schwimme ich. Wo will er hin eigentlich? Achso, wollen wir auf diese kleine Insel drauf. Ich habe gar keinen Platz. Hier vorne ist noch eine größere. Ja. Wo wir denn da sterben gehen oder was? Wo sind die Häuser? Ich hätte ja gehofft, dass wir eine Hütte finden, aber irgendwie stadttechnisch sieht es nicht gut aus. Okay, ich habe jetzt hier nur irgendwas umgestellt. Jetzt sieht das Spiel ja nochmal 10-mal geiler aus als davor. Was hast du gemacht? Wisst nicht. Ja, es sieht halt wahrscheinlich so aus, wie es aussehen sollte. Ach, man kann jetzt zeigen die Optionen. Oh, Mist. Jetzt bin ich runter. Cool. Warum dann? Gut, dann machen guck mal, wir. Leute, das sieht jetzt besser aus, oder? Plötzlich? Hi, Tree Quality Ultra. Ich habe Image Quality angestellt, das hatte ich davor aus. Wo ist ich runter, warum Image? Dann das? Warte mal ganz kurz. Image Effects meinst du? Ja, genau. Das hatte ich aus und das sieht mit viel besser aus jetzt. Boah, das sieht ja deutlich besser aus. Das ist halt so ein Blur-Effekt jetzt noch, finde ich cool. Oh. So, ah, jetzt sehen die Reflexionen im Wasser nochmal um einiges besser aus. Okay, cool. Wieder. Hast du das auch angehabt schon davor? Ja, das hatte ich schon alles an. Okay. War ja cool. Aber cool, dass man das im Spiel jetzt umstellen kann. So, jetzt hören wir mal da und da. Was habt ihr für eine Option? Ah, die LOD-Distanz bringt am meisten. Okay, schreibt gerade jemand. Eine Performance oder was? Ich mache jetzt mal hier auf 70 zum Beispiel.